gestern am Internat ja in den Kalender geschaut und haben festgestellt, dass der Juli bald vorbei ist. Huhu. 5 Jahre. Und so, huhu. Das ist eine Aussage, 5 Jahre. Und dann haben wir festgestellt, dass wir im Juli 2012 das erste Mal zu zweit im Duo gemeinsam gespielt haben. 5 Jahre, super. Bist du deppert? Und dann haben wir zählt 2012, 2013, 2000. Drei Tage habe ich nichts geschlafen, bin schon ziemlich verwirrt. Seit ich das Burnout hab, da bin ich immer mir. Out, burn, out. 1, 2, 3, 4, 5. 2012, 2013 haben wir zählt, dann haben wir 14, 15, 16, 17. Bist du deppert, die Rechnung jetzt an, das ist grauselig, gehen wir am 23. August, das ist ein Dienstag gewesen. Na, auf jeden Fall, ist 5 Jahre gibt's und ciao. Ich will nur Danke sagen, dass die Möglichkeit bestanden hat, überhaupt, dass es uns 5 Jahre geben darf. Es ist ja nicht selbstverständlich. Wenn uns keiner buchen würde oder würde uns keiner zuhören, dann hätte es uns ja 5 Jahre gar nicht geben können. Ich meine schon. Ein Wahnsinn, dass 5 Jahre. Ein Wahnsinn. Ist das okay? Genau, das war's. Aber ich hab's ja gehabt, das war ich. Kann man auch hören, ne? In der Zeit waren wir natürlich nicht untätig, sondern wir haben sehr viel dazu gelernt. Und das werden wir jetzt alles aufzählen, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 100.000 Jugendweine hat sich so gewährt. Bist du deppert? Weil ich auf der Gitarre das G so reingreife, also sind die Töne klingen so sauber. Wie man beatboxt, das geht so. Was machst du denn da? Ich spüre so schlecht. Ich schüttle es besser. Wo ist das G? Ich kann es auch mal schütteln auf der Gitarre. Wo ist das G? Wo ist das G? Hast du das G rausgeschüttelt? Wo ist das G? Wo ist das? Ah, schau, da kommt es. Da kommt es. Da kommt es. Mir ist das G eingefallen. Hm. So, also was ich noch gelernt habe, ist sowas. Wirklich gelernt oder ist das? Ja, das hat man angeeignet, das ist ja notwendig. Ja. Ja. Und es geht aber auch umgekehrt. Ja, hallo, ihr seid zur Bereicherung. So geht's auch. Und dann habe ich noch gelernt, wenn zum Beispiel, wenn ich den Bogen nicht brauche, da spiele ich was, dann muss der Bogen schnell weg. Also. Das ist den Bogen, wo wir hast auf der Erde. 5 Jahre. Aber schau, mit dem Dumpf auf den Fuß. Und dann kann ich ihn schnell wieder nehmen. Okay. Das sind wirklich Techniken, die Welt beherrschen. Ich habe die Kopfstimme gelernt, dann habe ich gelernt. Danke. Und das Allerwichtigste, was ich gelernt habe, ist. Das hat einen Sinn, das ist wirklich eine Bereicherung. Ich kann ganz schnell in einer Pause die Gitarre auf den Koffer drauflegen. Ich gratuliere euch spitzenmäßig. Hast du super das, hast du das gewusst? Schnell. Gelernt. Und gelernt. Spielzeug, ja. Mal. In Berlin auch hauptsächlich. Natürlich. Und da wieder eine Tour. Dann habe ich pfeifen gelernt. Nimm meine. Ich lerne, wie man mit Pfeifen umgeht. Wie wir angefangen haben zum Spielen 2012, haben wir Viertel drungen. Ah. So 10 Jahre, du sagst, bist du deppert?
nicht, was der so begeistert. Und ich sitze da. Das ist ja schon 5 Jahre im Duo. Das ist ja doch Kindsfahrt oder ja. Okay, okay. Vielleicht gibt es doch schon seit 5 Jahren, oder? Mindestens. Unser Duo gibt es seit 5 Jahren, ja. Wie bist du auf das gekommen? Hast du wahrscheinlich gerade zusammengerechnet. Richtig, richtig. Weil er so ein Vertreter. Immer ein Lacher. Ja, ja, ich geh mal wieder. Ja, ja. Ich war nicht gezwungen. Guck mal, gell? Donnerstag ist gestern. Gratulieren zu 5 Jahren. Danke. Alles von Heim, oder? Du bist von Herzen so. Hier brauchst du. Hier brauchst du. Dankeschön.